Liebe, Trauer, Angst, Vertrauen, Gefühle, die uns ein Leben lang begleiten. Gefühle, die uns stark machen, uns helfen, das Beste aus uns herauszuholen. 2021 war es genau das, was wir gebraucht haben. Wir mussten lernen, was es heißt, stark zu sein, uns an Menschen wenden, die uns gut tun, denen wir Vertrauen schenken können und bei denen wir uns sicher und geborgen fühlen. Das Virus hat uns ein weiteres Jahr sehr getroffen. Wir mussten auf Dinge verzichten, die uns wichtig waren, an denen wir uns festhielten und die uns ausgemacht haben. Doch dürfen wir uns dadurch nicht unterkriegen lassen. Wir stehen nun am Rande eines neuen Jahres. Ein Jahr voller offenen Fragen. Das Jahr 2022. Wir wissen nicht, was uns bevorsteht oder was für Herausforderungen uns erwarten. Doch wir werden nicht aufgeben, das Beste aus dem kommenden Jahr herauszuholen. Denn 2022, das ist unser Jahr. In dem Sinne, viel Spaß beim Jahresrückblick 2021. Der kriecht da runter. Der Molch, Alter. Marcel, komm jetzt! Ich würde sagen, das war ein kurzer Tag, mein Freund. War ein kurzer Tag. Ich soll vielleicht das Gewicht ein bisschen besser verteilen.
Digga! Uff! Yeah! War nicht ganz gleich. Ich hab... Alles gut. Oh. Oh, nee.